Heute geht es bei mir um das Rosmarinblatt. Und zwar möchte ich mit der mikroskopischen Analyse starten. Ich habe euch ja im letzten Video schon den typischen Bau eines bifazialen Blattes erklärt. Und dieser ist im Prinzip beim Rosmarinblatt genau der gleiche. Es gibt nur eine wesentliche Besonderheit. Und zwar, ich zeichne es euch hier mal auf. Also hier wie gewohnt die Epidermiszellen, die verdickt sind. Das wird jetzt nicht so schön. Die oberhalb mit einer Cuticula überzogen ist. Und das Besondere am Rosmarinblatt ist praktisch die nächstgelegene Schicht, also die subepidermale Schicht, und man nennt diese auch Hypodermis. Wie man erkennen kann, sind die Zellen hier ebenfalls verdickt und wesentlich größer als die der Epidermis. Hoppla. Und unterhalb folgt wie gewohnt wieder das Palisadenparenchym, also die länglich gestreckten Zellen, die hier nicht verdickt sind. Und unterhalb folgt das Schwammparenchym mit den Zellen, die räumlich angeordnet sind und auch nicht verdickt sind. Ich schreibe hier nochmal die Bezeichnungen hin, damit das klar und deutlich ist. Also dies ist die Hypodermis. Dann befindet sich hier wieder das Palisadenparenchym. Das Schwammparenchym. Und oberhalb die Epidermis. Gemeinsam mit der Cuticula. Warum also hier das Rosmarinblatt eine Hypodermis zwischengelagert hat, hat den Grund, es kommt vor allem an Trockenstandorten vor, in südlichen Ländern, also mit wenig Regen, und es braucht eine Möglichkeit, das Wasser zwischenzuspeichern, damit es nicht austrocknet. Das war also die mikroskopische Analyse. Ich komme jetzt zur makroskopischen. Und zwar kennt sicher jeder von euch das typische Rosmarinblatt. Das sieht so aus. Also besonders ist hier, es hat keinen Blattstiel. Es hat eine deutlich erkennbare Hauptblattader. Und das kann man jetzt auf meiner Zeichnung schlecht erkennen oder gar nicht erkennen. Und zwar auf der Blattunterseite hat es eine weißfilzige Behaarung. Was die generelle Blattstellung an der Sprossachse betrifft, ist zu sagen, dass die Blätter dekussiert angeordnet sind, beziehungsweise kreuzgegenständig. Also es entspringen wieder zwei Blätter pro Knoten. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.